Servus, Grüße und Hallo zu einer weiteren Folge von Schuckibanucki Daily, eurer Portion Angeberwissen, die euch über den Tag bringt. Ja, heute haben wir den 9. Juni und am 9. Juni hat Geburtstag Christina Stürmer. Kennst du Christina? Zapperlott. Ah ja, klar, das ist doch die brünette leckere Schnecke. Ja, war bestimmt mal lecker. Jedenfalls hat sie ja, in Österreich hat sie ja den Song Contest da irgendwie nicht gewonnen, sondern wurde nur Zweite und ist dann durchgestartet. Mit Lufthansa oder? Nee, mit einem Lied. Und zwar? Ich lebe, weil ich meinen Text vergessen habe und atme und sowas. Das ist das Einzige, das du auswendig kennst, das Lied, ne? Nee, ich habe nur gelesen, dass ich lebe. Das muss das gewesen sein. 2003 muss das 19, sein. 9. Juni 1884. Zwei Ingenieure der Firma Gustave Eiffel SC fertigen ohne Wissen ihres Chefs Gustave Eiffel eine Skizze eines 300 Meter hohen Turms an. Gustave Eiffel ist von der Idee begeistert. Der erste Entwurf für den am 15. Mai 1989 eingeweihte Eiffelturm folgt dieser Skizze bald. Okay. Das heißt also, die Grundidee kam gar nicht vom Eiffel selbst. Genau. Das ist ja eine Sauerei. Sondern von den Ingenieuren von die Eiffel. Ja, warst du schon mal oben auf dem Eiffelturm? Ich bin sogar zu Fuß da hochgelaufen. Zu Fuß? Die Treppen. Ich bin die Treppen hochgerannt. Nie im Leben bist du zu Fuß da hoch. Doch, doch. Warum? Warum hast du das gemacht? Fahrstuhl hat Geld gekostet. Und ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also das andere war ja billiger. War es billiger oder war es umsonst? Zu Fuß ist, also Treppe ist umsonst. Das war zu deiner Zeit. Zu meiner Zeit, 1800. Also heutzutage, ja genau. 1848 war das mit der Skizze und ich bin 1812 schon oben gewesen. Ja, natürlich. Ja. Aber das ist schon ein Turm. Der ist schon relativ hoch. Ne? Ich bin mit dem Fahrstuhl da hoch, natürlich. Faule Sau. Und als ich letzte Etappe da oben irgendwie, ja, das sind drei Fahrstühle, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Drei Ebenen, ja. Und da ist der Fahrstuhl irgendwie so gestartet, stehen geblieben und dann mal so um 10 cm abgesackt. Und du stehst da oben und denkst so, heilige Scheiße! Wenn ich bloß hier so fett wäre, ab morgen höre ich auf zu fressen. Ja, genau, das habe ich gedacht. Ab morgen höre ich auf zu fressen. Oh, das war mein Eiffelturm-Erlebnis. Okay. Ja, aber... wir haben auch ein weiteres Geburtstagskind. Heute am 9. Juni hat auch Geburtstag. Marty McFly. Ja, Michael J. Fox. Genau. Marty McFly, ja, der zurück in 1985 geflogen ist und dann auch in 2021 und in 1885. Genau. Marty, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und der war Teen Wolf. Was hat er noch gemacht? Keine Ahnung. Der hat auch bei so einer anderen Serie mitgespielt, bei so einer lustigen Comedy-Serie. Bei einer lustigen Comedy-Serie? Hat der nicht hat er nicht Parkinson? Ja, der hat irgendwie diesen... Genau. Der kann irgendwie seine Gefühle nicht mehr in Gesichtsausdrücke bringen. Macht immer nur so. Was? Wie kommst du denn da drauf? So habe ich mal gelesen. Ja, hast du so gelesen? Hast du so ausgesehen, als du das gelesen hast? Nee, das stimmt nicht. Macht nur so. Nee, der Schauspieler hat immer noch. Ja, aber der kann nicht mehr. Parkinson. Der kann nicht mehr richtig, der war nur so. Ist ja egal. Gut. Ja. Was war noch am 9. Juni? Am 9. Juni 1993 heiratet Kronprinz Naruhito in Japan die Diplomatin Masako Owada. Wer ist das? Und Naruhitos Mutter Michiko ist die 29-jährige, erst die zweite bürgerliche Frau oder nach Naruhito ich krieg's gerade gleich. Nach Naruhitos Mutter Michiko ist die 29-jährige, also diese Diplomatin Masako Owada, erst die zweite bürgerliche Frau in der Geschichte des japanischen Kaiserhauses. Und so schaut sie aus. Ja. Hier. Das ist sie. Ja. Hat er sich aber eine maskuline Frau ausgesucht? Hier mit Bartstoppeln und sowas? Ja, genau. Ich glaube, das ist unser Kronprinz. Mhm. Also der damalige Kronprinz. Genau. Genau. Guck mal, aber hier schon schöne Webcam am Blouson. Sieht aus wie eine Webcam, ja. Okay. Aber ist ja wichtig. Damals schon hip gewesen. Die Japaner sind ja immer so Technik voraus. Fotografierst du mich, fotografiere ich dich. Ja, genau. Das war der 9. Juni. Am 9. Juni haben wir schon ganz viele Sachen hier zusammengetragen. Komm, reden wir nicht drüber. So. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Bis morgen. Also ich nicht, aber ja. Ciao.